Freie Wähler Landtagsfraktion. Unsere Abgeordneten spenden ihre Diätenerhöhung. Servus, mein Name ist Hans Häusler, stellvertretender Vorsitzender der Freien Wähler Landtagsfraktion und Sprecher für Arbeit und Senioren. Ich möchte die diesjährige Diätenerhöhung dafür hernehmen, um soziale Projekte und Menschen, die anderen helfen, entsprechend zu unterstützen damit. Ich habe sie ganz bewusst auch aufgestockt auf 3.000 Euro, weil ich der Meinung bin, dort, wo ich selber nicht helfen kann, aber gerne helfen möchte, ist es angemessen, dann diejenigen zu unterstützen, die das dann eben in ihrem Ehrenamt, in ihrer Freizeit, mit ihrer Profession tun. Zum einen 1.000 Euro für die Asylhelfergruppen des Landkreises Dillingen, die durch ihr tatkräftiges Engagement hier Integration möglich machen und vielen jungen Menschen eine Perspektive in unserer Gesellschaft bieten. Zum Zweiten der Bürgergemeinschaft Bieberbach, meine Heimatgemeinde, die all diejenigen in der Gemeinde und rundherum unterstützt und hilft, die zu wenig soziale Kontakte haben, die selber nicht mobil sind, die auf fremde Hilfe angewiesen sind, insbesondere die dann letztlich auch mehr Fürsorge und Zuwendung bedürfen. Und zum Dritten, ein ganz besonderes Projekt auch, das ich sehr gerne und seit vielen Jahren unterstütze, ist unser Uganda-Freund Bieberbach, der unseren Frater Vinzenz Kato unterstützt beim Bau einer Kirche und eines Krankenhauses im südlichen Uganda. Dieser Verein konnte heuer die Feste nicht organisieren, abhalten, Corona-bedingt. Somit fehlen die Einnahmen. Und ich denke, das sind auch meine 1.000 Euro dann hier sehr, sehr gut angelegt hier in Uganda, um auch der dortigen Bevölkerung Perspektiven zu verleihen. Wir helfen Menschen, die wegen Corona in Not sind. Freie Wähler Landtagsfraktion.